Ja, im Phoenix-Tagesgespräch heute Morgen Wolfgang Ischinger, Botschafter AD und Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Herr Ischinger, die Anerkennung Palästinas in dieser Lage, genau der richtige Zeitpunkt oder genau der falsche? Also lassen Sie mich zunächst mal was ganz Grundsätzliches dazu sagen. Seit Jahrzehnten versuchen wir, Deutschland und die anderen Mitglieder der Europäischen Union, eine gemeinsame Außenpolitik zu formulieren. Das ist in einigen Bereichen durchaus einigermaßen gut vorangekommen, in anderen vielleicht weniger gut. Was wir im Augenblick sehen mit dieser Debatte über die Anerkennung Palästinas, ist, dass die europäische Außenpolitik in ihre Einzelteile zerfällt. Wir sind quasi am Ground Zero der europäischen gemeinsamen Außenpolitik angekommen. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Wenn es so wäre, dass die gesamte Europäische Union sozusagen wie ein Mann jetzt entweder die Anerkennung Palästinas verweigert oder gar als einen natürlich symbolischen Schritt das befürworten würde, dann würde ich sagen, da wird ein Schuh draus. Aber so, dass hier einzelne Mitglieder einen Staat anerkennen und andere nicht, das ist doch destruktiv im höchsten Maße, wenn unser gemeinsames Ziel die Herbeiführung einer gemeinsamen europäischen Haltung sein will. Ich will es noch mal ein bisschen verschärfen. Weltpolitisch betrachtet, angesichts der großen Krisen und der Großmachtrivalitäten, sind alle EU-Mitgliedstaaten, einschließlich übrigens der Bundesrepublik Deutschland, Zwergstaaten. Zwergstaaten. Zumindest aus der Sicht Chinas, aus der Sicht Brasiliens, aus der Sicht Indiens oder Washingtons. Wenn wir uns nicht zusammenraufen und mit einer Stimme sprechen, da dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere über uns hinweg bulldozern, uns marginalisieren, uns ignorieren. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Zweitens bin ich schon der Meinung, dass eine Anerkennung Palästinas natürlich Voraussetzungen erfordert. Und die sind nach meinem Dafürhalten, deswegen halte ich es auch für richtig, dass die Bundesregierung diesen Schritt nicht mitgeht, nicht befürwortet, für richtig. Es fehlt sozusagen zwar nicht an allem, aber es fehlt an fast allem, vor allem an einem klar definierten Staatsgebiet. Das, was Sie sagen, klingt einleuchtend. Müsste eigentlich auch den Regierungschefs dieser Staaten bewusst sein, dass es im Sinne Europas und der Europäischen Union sein müsste, gemeinsam zu handeln. Trotzdem jetzt genau das, was Sie sagen, es fällt so ein bisschen auseinander. Was glauben Sie, warum das jetzt passiert und warum die Akteure so handeln? Ist das dann jeweils rein innenpolitisch motiviert? Aus meiner Sicht ist das letztlich eine politische Verzweiflungstat. Vorhin ist ja schon in dem Bericht vorab der Begriff der Symbolpolitik gefallen. Und in der Tat ist das leider, muss ich jetzt sagen, nicht viel mehr als Symbolpolitik. Es wird zu einer Friedenslösung in der Region nichts oder so gut wie nichts beitragen. Es ist eine Verzweiflungstat. Das ist so ähnlich, sage ich jetzt als langjähriger Diplomat. Wenn einem gar nichts mehr einfällt in der internationalen Diplomatie, dann greift man entweder zu Sanktionen, die ja meistens auch nichts bringen, damit man irgendwie zeigt, dass man ja was tut, oder man greift zur Anerkennung. Lassen Sie mich es nochmal sagen. Es ist ein Kardinalfehler der Europäischen Union und ihrer Außenpolitik, dass wir nicht schon vor Jahrzehnten beschlossen haben, dass die Frage der Anerkennung oder Nichtanerkennung von Staaten eine gemeinsame Entscheidung erfordert. Nicht wahr? 1998, 1999 haben wir den Kosovo-Krieg erlebt. Und dann wurde der Kosovo unabhängig, hat sich unabhängig erklärt. Bis heute, nicht wahr? Über 20 Jahre später trägt die Europäische Union eine schwere Bürde, weil mehrere Mitgliedstaaten bis heute sich weigern, Kosovo anzuerkennen. Wie soll denn da überhaupt im Ansatz eine gemeinsame Außenpolitik entstehen? Das ist doch das Ziel sämtlicher deutscher Bundesregierung von Anfang an, seit den Zeiten von Konrad Adenauer oder Helmut Kohl gewesen. Und ist es nach dem aktuellen Koalitionsvertrag auch das Ziel dieser Regierung? Das ist ja ein richtiges Ziel. Aber dann muss man sich dafür massiv einsetzen und verhindern, dass wir in dieser blamablen Weise auseinanderfallen.
Herr Ischinger, wir werden heute Morgen nicht alles der Vergangenheit dieser Politik auseinandernehmen können. Lassen Sie uns noch mal kurz auf das schauen, was jetzt gerade passiert. Sie haben gerade Diplomatie und Verzweiflung gesagt. Das sind schon gute Begriffe, auch wenn wir auf das schauen, was da in Rafah gerade passiert ist. Man muss sich das noch mal überlegen. 3 Tage, nachdem der Internationale Gerichtshof eigentlich ein Ende dieser Offensive gefordert hatte, passiert dann eigentlich genau das Gegenteil. Es gibt jetzt erneut eine Dringlichkeitssitzung bei der UN. Wie lange kann Israel denn diesem Druck noch standhalten? Wie lange kann das jetzt so weitergehen? Also wenn ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland die Sicherheit Israels zum Teil der eigenen Staatsräson erklärt, dann muss man sich angesichts dieser Lage natürlich wirklich Sorge machen um das befreundete Land Israel und um die zunehmende Selbstisolierung Israels. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir alle wahrscheinlich, was in New York im Laufe des heutigen Tages, ich nehme an, im Laufe des heutigen Tages, bei diesem jetzt vorliegenden Resolutionsentwurf passieren wird. Werden die USA, so wie das in vielen Fällen der Vergangenheit der Fall gewesen ist, ein Veto einlegen und damit diese Resolution zu Fall bringen? Oder werden sie sich vielleicht enthalten oder gar zustimmen? Davon hängt ja nicht nur ab, ob Israel dann noch unter größeren Druck, nämlich durch eine verbindliche Entschließung des Sicherheitsrats gerät, sondern es hängt auch manches ab für den amerikanischen Wahlkampf. Denn die Chancen Joe Bidens, Zustimmung aus den jüngeren Teilen seiner eigenen demokratischen Partei zu bekommen, die sind in letzter Zeit angesichts des Israel-Gaza-Konflikts unter starke Bedrängnis geraten. Also hier geht es sozusagen um viel, nicht nur um die leider traurige, zunehmende Isolierung Israels. Herr Ischinger, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Wir sehen einen entscheidenden Tag nicht nur für Israel, auch für die Vereinten Nationen und für den Präsidenten der USA, wie weiter damit umgehen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns im Phoenix-Tagesgespräch waren. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.